Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Space Heaven. Haven? Ich weiß es immer noch nicht. Folgendes, wir sind jetzt hier im anderen System. Und zwar bin ich mit meinen Leuten geflogen zu diesem Raumschiff hier. Und das ist ein Raumschiff von einer anderen Fraktion. Also es gibt mehrere Fraktionen. Und es sind nicht immer nur Wracks. Man kann dann mit denen handeln oder reden. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall läuft er da rum. Man kann ihn auch abknallen. Aber da hätten wir einen Feind. Und es gibt wohl auch Schiff-zu-Schiff-Kampf. Abartig, oder? So, wenn wir da an Bord gehen, haben wir ein Problem. Nämlich, ich bin an Bord gewesen und dann ist der Typ zu seinem Pilotensitz und ist weggeflogen, gesprungen mit meinen drei Crewmembern an Bord und dann ist das Spiel abgestürzt, weil das Spiel darauf nicht klarkam. Geil, oder? Na gut, so, dann haben wir ein Problem. Hier ist kein Derelikt-Schiff, also, aber wir müssen zwei Sachen sein. Hier sind wir, ja? Das sind wir und das ist das Schiff und das Wasser. Also wir haben hier keinerlei Ressourcen außer Wasser. Wir könnten das Wasser jetzt farmen. Das Problem ist, unsere Minenschiffe sind außer Strom quasi. Und uns fehlen die Ressourcen dafür. Mir fehlt Basic Block. Basic Construction Material. Und das Problem ist, ich weiß halt auch nicht. Ach, hier ist Fabricate. Ich nehme alles zurück, das müssten wir also haben. Hier ist... Ah, Overview, warte mal. Ah, Basic Block, hier. Davon haben wir doch einiges. Pass auf, machen wir jetzt mal 10. Dann müssen wir das jetzt nur irgendwie anschließen. Pass auf, dann... können wir das umbauen? Oder ich disassemble irgendwas? Was... Wenn ich das hier disassemble... Dismantle... Vielleicht bringt das irgendwelche Ressourcen. Gucken wir mal. Weil genug Ressourcen haben wir ja. Vielleicht schaffen sie es, die eine Powernote herzustellen. Ha! Ich bin der Beste. Ich weiß. So, und jetzt anschließen. Oh Mann, super. Ja, sorry, falls es Verwirrung gab wegen den Folgen letztens. Also Folge 2, 3 und 4. Ich habe die alle verkackt beim Uploaden. Ich habe die durcheinander gewirbelt und... tut mir leid, es sollte jetzt alles gehen. Falls ihr halt später die Folgen guckt, dann wundert euch nicht, dann was ich erzähle, weil dann habt ihr es nicht mitbekommen. Die sollten aber alle jetzt richtig sein, also nicht wundern. Jetzt haben wir rausgefunden, wie wir craften können immerhin. Ich hab das Fensterchen einfach nicht gesehen. Hier gehen Waffen, Assault Rifle, SMG, Shotgun und 5.7 Pistol, Rocket, oh, das falsche Symbol, aber das macht ja nichts, alles Alpha. Grow, Fruits, Artificial... Meat machen wir Fruits. Fruits. Dafür brauchen wir Biomasse. Biomatter. Haben wir denn Biomatter? Das steht hier oben nirgendwo. Können wir versuchen es mal. Das werden wir dann tun, sobald es vorhanden ist. So. Jonty ist am Basteln. Da müssen wir jetzt auch nicht zu diesem Raumschiff. Wir sagen auch mal hier, dass wir das meinen wollen. Dann können wir es auch mal nebenbei machen. Accident. Oh, irgendwas passiert. Biomasse. Können wir das denn hier sehen? Hyperium. Hyperium. Anscheinend haben wir Biomasse. So, okay. Wir stellen her. Critical Resources. Build Task. 3 Stück. Sind die nicht gebaut? Doch, die sind gebaut. Drei, zwei, drei. Wollen wir das auch noch verbinden hier irgendwie? Geht das? Dann wissen wir, dass die auch nochmal damit verbunden sind. Ach so, die Lichter. Stimmt ja. Oh ja, dann brauchen wir hier auch noch ein neues Licht. Machen wir wieder ein bisschen langsamer hier. Entschuldigung. Machen wir mal mittlere. Power Item. Resource. Chemical Refinery. Wir sollten aber nochmal ein anderes System springen. Ich meine, hier ist ganz nett. Autopsiebett. Das brauchen wir eigentlich auch. Tools Facility. Ich verstehe gar nicht, warum. Ach, das bauen die einfach so wahrscheinlich.
dann brauchen wir Crew. Furniture, dann brauchen wir hier eine Lampe, glaube ich. Oder wir machen... Oh, guck mal hier. Ah, nee, das ist alles gut. Pass auf. Das sind so Ecken. Da können wir Lampen hin tun. Da kommen noch mehr Räume hin. Das hier wird die Brücke. Das müssen wir auch nochmal umbauen. Weil wir wollen ja auch so ganz viele Korridore haben. Am besten, wir machen immer 2x2 Korridore. Ich brauche halt mehr Platz, bevor wir das machen. Waiting Resources. Okay. Pass auf. Dann, okay, das Wasser haben wir auch. Dann prepare for jump. Und zwar... Prepare. Und dann springen wir dahin. Guck mal, der springt auch dahin. Das sind mehrere. Boah, jetzt sind hier drei Stück. Aber ich würde sagen, wir fliegen... Wir fliegen hier rum. Und dann überlegen wir uns, ob wir von hier nochmal hier lang springen. Also hier sind Gegner. Ship-to-Ship-Comment können wir vergessen. Glaube ich, wir haben sowas noch gar nicht. Und man kriegt neue Crewmember, habe ich gelesen. Wenn man Cryo Chambers, diese hier, auf anderen Raumschiffen findet. Okay. Alles klar. Dann bereit machen. Jump. Sind alle hier? Ja. Aber das auch nichts. Aber da ist wieder Ressourcen. Aber hier sind auch Ressourcen. Und der Typ ist da. Das ist gefährlich. Fliegen wir mal lieber nach da. Kann ich jetzt direkt darüber fliegen? Drop. Komm, wir droppen mal lieber hier. Nicht, dass hier noch so ein Delikt-Schiff ist, so ein Wrack. Okay. Oh, jetzt schlafen? Okay. Oh ja! Nee, warte mal. Doch, das ist so ein Wrack. Boah, guck mal, wie groß das ist. Oh ja, das ist kaputt. Das ist gut. Das ist eine Raumstation, oder? Guck mal. Nee, da ist ein Triebwerk. Okay. Dann geht erstmal schlafen. Ruht euch aus. Für eure zukünftige Mission. Ich glaube, wir sollten schon andere Waffen bauen. Nicht, dass es irgendwie tonnenweise Gegner sind. Wir haben nur noch 4 Hyperfuel. Das ist auch nicht gut. Wir müssen auch noch andere Stationen bauen. Production. Machen alle. Ja. Die passen doch noch hier hin. Oder hier und hier. Müssten alle da reinpassen, das ist gut. So, dann, ja. Trinkt erstmal alle einen heißen Kaffee oder was auch immer. Und jetzt bauen sie, alles klar. Leute, dann baut mal kurz fertig. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Los geht's. Wir gehen auf Außenmission und wir müssen unbedingt mal eine Waffe bauen. Und zwar eine Assault Rifle. 1. Meine Schrotflinte ist schon super. Ah, jetzt. Da ist der Doc. Wir haben nur einen, okay. Hä? Achso, das sind die Dingens, ne? Die, Mining-Ships, die da angezeigt wurden. Andocken! Elmo! Dacia, oder Dacia. Silvia und Jonty. Zwei haben Anzüge an und zwei nicht. Ich hoffe, das wird jetzt noch. Oh, oh. Wenn ihr jetzt keinen Anzug habt, ne? Ah, er hat einen Anzug. Puh. Okay, alles klar. Scannt die Umgebung. Lebenszeichen entdeckt, Captain. Alles klar, öffnet die Tür. Boah, guck mal, über Ressourcen, super. Was ist das denn hier alles? Mitnehmen schon, give Oxygen, move to und crouch. Geil. Das sind aber immer so enge Räume, es ist halt gefährlich. Da kann man halt gut in Deckung gehen, Feuerlinien bilden. Oh, hier ist ein Datapad.
geht mal nach, zu den anderen. Und Dacia, du liest mal den Datapad hier. Halt. Ist das vielleicht ein Bauplan? New Data Log. Starfarer, Entry 1. I know I should feel bad. I'm lucky right now. There are still millions of people starving back there on Earth. Also die Erde ist down gegangen, wegen Apokalypse, wahrscheinlich Atomkrieg oder so. And now I'm up here safe, or at least sort of safe. Or at least I starve. If I starve, I'll be my own dumb fault, which I'm a lot more than most people can say right now. Okay, wir müssen jetzt mal hier weitermachen. Wir lesen das gleich mal. Sonst, uns geht auch der Sauerstoff hier aus. Das ist die Kryostase-Kapsel. Das machen wir gleich. Oder kriegen wir ein neues Mitglied. Das ist gut. Ach, ist die einzige Möglichkeit. Das ist schon so Survival. Wir müssen echt aufpassen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Sonst gehen wir gleich nochmal zurück. Alter, guck mal, so Riesenmaschinen hier. Können wir nicht hier das Oxygen mal aufladen gehen? Komm, wir holen mal kurz Oxygen. Oh, eine Kapsel, das ist super. Also ist der Typ wahrscheinlich, der auch diese Nachricht hinterlassen hat vielleicht. Weil, ich meine, er scheint alleine gewesen zu sein. Stell dir vor, du bist alleine auf so einer Raumstation. Sehr schön. Genau so muss das sein. Okay, dann weiter. Was hat er denn da? Guck mal, ach, das ist auch eine Luke. Cool. Das Weltall. Ist noch mehr Weltall. Ich glaube, hier lebt nichts mehr. Oh, oh, nein, nein, nein. Nicht darauf schießen. Okay, alles klar. Dann noch die andere Seite. War nur ein Alien. Ist noch wenig Kontakt, was wir haben. Dann lassen wir gleich mal raus. Die Frage, ob der einen Anzug anhat. Ich hoffe doch. Was sieht so aus, wenn er einen Anzug anhätte? Shit. Okay, das war's. So, alle mal zurück. Außer Jonty. Mach die Luke auf. So, wen haben wir denn da jetzt? Ellen Ripley. Sophia. Hallo, Sophia. Hallo, hallo Sophia. Ich war hier schon immer eingeschlossen. Hallo, ich bin Sophia. Wahrscheinlich hat sie gemeint. Okay. Open Salvage. Salvage, Salvage, Salvage. Also das sind halt alle Sachen, wo die meinen so, ey cool, das kannst du alles salvagen, das bringt alles was. Kann's machen oder auch nicht. Und die Tür kann man auch salvagen oder was. Ah ne, das war das. Und accept. Accept! Ja, sollte gehen. Wir sehen es jetzt. Okay, die fangen an. Jetzt muss sie ihr eigenes Raumschiff verschrotten. So, entdrafted. Okay, hoffentlich könnt ihr auch alle hier ordentlich mal. Einer bleibt noch hier. Oxygen low, toll. Kann er sich vielleicht Oxygen holen? Ah ja, okay. Das ist gut. Dacia ist am Arbeiten. Ah. Silvia, jetzt brauchst du auch noch ein Bett, Silvia. Dann müssen wir jetzt hier direkt mal bauen. Ship Wall.
Welche Wände habe ich denn genommen? Die normalen, ne? X1 Wall. Dann war das folgendermaßen. Hier kommt die Tür hin, da kommt hier. So. Und direkt nochmal. Man weiß ja nie. Hier ist noch der Gang. Lass uns mal umstellen hier. Crew. Furniture. Die Lampen. Muss jetzt mal gebaut werden, okay. Da brauchen wir auch noch mal einen anderen Generatorraum. Sophia, viel Spaß beim Arbeiten. Hier haben wir jetzt erstmal viel zu tun. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Shuttle. Ich dachte gerade, es wird in dem seine Lebensenergie. Critical Resource Low. Hyperfuel. Da müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt sind wir ja gerade am Bauen und alles. Wir warten erstmal, dass das Schiff abgeerntet ist. Oh shit, Junge! Die Oxygen holen. Oxygen. Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Boah, hol ihn aber sowas von schnell. Oh nein, wir verlieren ihn doch gerade. Nee, nix Dismantle. Wir müssen das Schiff hier angedockt lassen. So schnell sterben die Gott sei Dank nicht. Ah. So, dann gehen wir weiterarbeiten. Er geht jetzt erstmal. Wir lassen das Raumschiff mal gerade hier, ja? Er soll erstmal alles abbauen. Still is not on power grid. Lass normal laufen, weil wenn wir zu schnell machen, kann zu viel schief gehen hier gerade. So, die nächste Power Node kommt hier hin. So. Also ich würde gerne das hier weitermachen und dann irgendwie hier hinten. Also hier ist Produktionsraum. Wir müssen das eigentlich alles hier erweitern bis hierhin. Und man hier überall Gase. Aber ist ja geil, wenn wir einen großen Arbeitsraum haben. Also was wir auf jeden Fall brauchen ist Hyperfuel. Und wir brauchen so ein großes Core-Modul eigentlich auch. Aber bis jetzt sind wir ja... Wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Und noch geht's. Sobald Strom ausfällt, ja? Sollten wir es eigentlich wissen. Ich weiß nicht, was er machen soll. Geht ihr erstmal nochmal Oxygen holen, hä? Hol erstmal nochmal Oxygen. So, und jetzt. So. So, er will nochmal nach Hause. Okay. Salvage available. So, ist alles nicht mehr Salvage? Doch. Müsste. Mach die erstmal hier. Achso, okay, da wird gebaut. Fliegen jetzt mehrere nach da drüben? Ach, er hat nur geholt. Okay. Was fehlt denn? Critical Resource, Hyperfuel. Ja, aber sonst nichts. Aber da könnt ihr doch noch weiterbauen. Ach, die schlafen alle und er will auch schlafen. Ist aber nicht fertig, weil wir kein Bett haben. Steht wahrscheinlich einfach da. Cool. Wird immer weiter Ressourcen holen. Wir bräuchten eigentlich ein neues Lager wahrscheinlich.
Kitchen. Jukebox. Toilet. Kitchen. Mit raw food. Wir haben kein raw food. Raw root vegetables. Card machine. Pass auf, wir brauchen mal... Hey, hier müssen wir weiterarbeiten, Leute. Wir müssen auf jeden Fall Production fertig bauen. Pass auf, bauen wir jetzt mal... Energy. So, Energy. Bam. Da brauchen wir Chemical. Das passt ja hier eigentlich super hin. Müssen wir das nur umsetzen. Move. Dahin. Und dann... Resource, Chemical. Und da geht's auch nicht hin. Das ist scheiße. Dann halt hier hin. Uff. Na egal, dann lass die Power Note halt da stehen. Ist auch jetzt egal. Ist da jetzt noch jemand am Abbauen? Ah, Silvia ist jetzt hier ihr eigenes Schiff am Abbauen. Materialien für Betten. Super. So, dann sind wir damit auch fast fertig. Okay. Environment Condition. Critical Resource. Bla bla bla. Was ist denn da los? Accident. Er lernt noch. Accident ist halt nicht so ein Unfall halt. Was nicht richtig gemacht hat. So, das bauen. Dann brauchen wir als nächstes Chemical Station. Und dann noch Electronic Refinery. Bauen wir so hier hin, oder? Dann sehen wir das ein bisschen. Du hast jetzt die Power Node. Weg mit der bescheuerten Lampe und weg mit der bescheuerten Lampe. Dann machen wir hier normale Schiffslampen an den Seiten. So. Alle Produktionsstätten werden gebaut. Verlinken mal das wunderschöne Dings hier. Strom ist da, Licht ist auch da. Guck mal, hier hast du sogar einiges an Licht. Environment Condition. Low Body Temperature. Wir könnten hier eine Heizung reinstellen tatsächlich. Ja, stimmt. Wall Terminal Regulator. Ist ein bisschen zu kalt hier drin wahrscheinlich. Ich meine, hier ist scheiß Luft drin, aber... Guck mal, wie dann einfach die Ressourcen aus der Klappe rauskommen. Cool. Brauchen noch mehr von den Sachen. Die werden noch gebaut, das ist gut. Das wird auch gebaut und dann brauchen wir noch Chemical. Was brauchen wir denn hier? Refine. Hyperfuel, guck. Dafür brauchen wir diese Kristalle. Davon haben wir auch ein paar. Ja, continuously. Hyperfuel. Energy Sticks könnten wir auch ein paar bauen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? 38 Energy Sticks. 3 Hyperium. Oh, da muss man echt überlegen, wo man hinfliegt, hä? Guck, da bauen sie jetzt nicht weiter. Refine. Basic Block. Haben wir noch Ressourcen? Haben wir. Starvation. Was? Wie, warum? Kann nicht sein, wir haben doch Essen. Vielleicht bauen wir doch mal die Kitchen. Aber wo tun wir den hin am besten? Hier hin? Erstmal. High Priority. Und weiter. Das ist schon ein Problem jetzt. Aber ich meine, wir haben doch... ich wusste halt nicht, dass das als Raw gilt. Wir müssen halt viel mehr von den...
Growbeds bauen. Es ist ja auch jetzt hier am Dingseln, am Wachsen, aber... Komm, dann machen wir noch mehr davon. Ich weiß halt nicht, wie viel Biomasse wir haben. Oder woher wir die herkriegen? Aus dem Klo? Okay. Ist nur ein Einzelner, genau. Haben wir noch ein Growbed? Man weiß ja nie. Leute, ihr müsst unbedingt herstellen. Ja, wir sind am Sterben, toll. Baut mal bitte die Küche. Aber das Essen ist nicht hier drin. Wir haben hier 5 Essen. Nee, aber das ist raw, oder was? Toll. Ich dachte mal, die essen die ganze Zeit, aber jetzt sind sie am Verhungern. Ich habe nicht aufgepasst. Baut die Küche. Schneller. Oh, jetzt... Oh, Gott sei Dank. Guck, wie schnell die da ihr Essen zubereiten. Guck mal, in so einer super... Scheiße, warte. Okay. Ich glaube, das macht automatisch. Waiting for resource. Use fruits. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Sind wir hier fertig? Nee, da ist noch tonnenweise Zeug. Wollen wir es nicht auch noch holen? Müssen wir das irgendwie jetzt... Ach ja, scheiße, ich Trottel. So ging das doch. Ich höre nie. So ging das doch. So, jetzt weiter. Da gibt's Essen. Holt es euch. Genau. Alle Mann, holt euch Essen. Okay, ist nur noch einer am... Ah, oh, gut, sie haben was gegessen. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, hier ist kein Oxygen und dieses Biohazard, aber das ist ja egal. Du bist ja in einem Raumanzug. Deswegen sollte das gar nicht aufblinken. Wir bräuchten hier ein paar mehr Lampen. Aber erstmal... Sollten die ein bisschen ihre Ressourcen ver... Oh Mann, Leute, ich bin im Überziehen. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Space Haven. Oder Space Haven. Ich glaube Haven. Oder Heaven. Wir sehen uns wieder. Haut rein, Leute. Nicht vergessen, abonnieren oder Likes da lassen oder kommentieren. Das hilft wirklich. Vertraut mir. Ihr habt Spaß, also solltet ihr das tun. Also bis dahin. Haut rein.